Zunächst möchten wir dem Lyrikkabinett München und dem ganzen Team, Herrn Pilz und dem ganzen Team ganz herzlich danken für diese Möglichkeit, unser Buch hier vorzustellen. Wir danken auch der Kulturakademie Tarabya und dem Goethe-Institut Istanbul für die Unterstützung und auch dem Übersetzungsfonds, dem Deutschen Übersetzungsfonds. Wir wären natürlich gern nach München gekommen und hätten zusammen hier... Ah, oh, was ist jetzt? Noch ein Chat? Bitte entschuldigen Sie. Dass wir nicht gehört werden können. Okay. Also wir haben hier eine ganz kleine ein ganz kleines Kommunikationsproblem, aber das ist wirklich ein kleines. Immerhin liest Nursel jetzt aus Istanbul und ich lese in den Schweizer Bergen und wir spannen jetzt eine Brücke über einige Länder. Wir stellen heute eine lyrische Bewegung vor, die sehr aktuell ist, gerade in der Türkei, also spätestens seit den Gezi-Park-Protesten. Es ist eine Bewegung, eine Avantgarde, die aber schon etwas älter ist und die, auch wenn sie jetzt aktuell ist in der Türkei, im deutschsprachigen Raum, nicht so bekannt ist. Wir kennen hier vor allem Nazım Hikmet oder Orhan Veli, Autoren, die dezidiert politisch waren. Diese Bewegung, die wir jetzt vorstellen, die zweite neue, also nach der ersten neuen, für die Orhan Veli steht, also Orhan Veli, einfache Gedichte, Alltagsmomente, aber dann doch politische Gedichte. Und jetzt die zweite neue, die sich davon absetzt und thematisch wie auch formal neue Fenster öffnet. Sie sprechen nicht nur über Liebe, sondern auch über Sex, nicht nur über Melancholie, sondern auch über Suizid. Sie thematisieren den Alkohol und es ist eine radikale Lyrik, die heute vielleicht deswegen rezipiert wird, weil sie so ein Pulsschlag ist der Demokratie, weil sie so ein auf die Freiheit des Menschen setzt. Also es ist regelrecht eine Bewegung, die Lyrik auf der Straße entstanden. Menschen schreiben Verse dieser Autoren der neuen Zweiten an öffentliche Wände oder auf Mauern, fotografieren sie, bevor sie übermalt werden und stellen sie ins Netz. Nursel, magst du noch was dazu sagen? Ja, also Gedicht auf der Straße ist wirklich sehr beeindruckend und diese Bewegung begann mit Gezi-Demonstration habselig im Jahr 2013. Sogar hat man an dem Tag, an dem die Demonstration begonnen haben, an dem Tor von der französischen Kulturinstitut das Motto Poesie dans la rue gelesen. Also das ist Gedicht auf der Straße, Şiir sokakta auf Türkisch. Ja. Das lässt natürlich auch daran denken, dass diese Bewegung, also Gedicht auf der Straße, sich von Demonstrationen in Frankreich im Jahre 1968 inspirieren ließ. Ja. Das erkennt man auch dadurch, dass während Gezi-Demonstrationen an den Wänden oder an einer Wand auf einer Straße, bekannten Straße bei Taksim in der Necatese, auch das berühmte Motto von 68 geschrieben war. Das ist Sous les pas, c'est la plage. Also unter den Pflastern ist der Strand. Und das dauert heute noch, also diese Şiir sokakta, das Gedicht auf der Straße immer noch. Das aber jetzt mehr so im Netz sieht man, dass die Versen aus Gedichten von Habseli, von den Dichtern des zweiten Neuen geschrieben und fotografiert und ins Netz gestellt werden, wie du auch gesagt hast. Und die Menschen freuen sich darüber, also wenn sie so plötzlich an einer Wand Verse von beliebten oder vielleicht auch unbekannten Dichtern lesen. Das ist ja in den düsteren Tagen wirklich eine erfreuliche Sache. Wir stellen nicht alle Dichter der zweiten Neuen vor, wir stellen drei vor. Edip Cansever, Cemal Süreya, Turgut Uyar. Wir stellen sie deswegen vor, weil sie Freunde waren. Sie sind alle drei keine 60 Jahre alt geworden. Sie
haben radikal gelebt, radikal geschrieben und sie haben dieselbe Frau geliebt, Tomris. Edip Chansever hat ihr immer zum Geburtstag ein Gedicht geschickt. Cemal Süreya hat 3 Jahre mit ihr gelebt und Turgut Uya hat sie dann geheiratet. Sagst du was über diese eindruckende Übersetzerin und Reporterin? Ja, Tomris Uya war eigentlich viel jünger als die drei Poeten, die wir Ihnen vorstellen werden. Also die Edip Cansever, Turgut Uyar und Cemal Süreya sind 1927, 28 und 1930, glaube ich, Süreya geboren. Aber sie wurde im Jahre 1941 geboren. Und sie gehörte auch zu anderen Kreisen, also als diese drei Dichter. Sie gehörte zu einer bürgerlichen Familie. Ihre Eltern waren ihre Eltern waren Juristin, ihr Großvater war Politiker. Und sie ist aber ähnlich wie diese drei Dichter auch nicht sehr alt geworden. Also sie starb, als sie 62 Jahre alt war, im Jahre 2003. Sie hatte Robert College besucht, ein berühmtes Gymnasium in Istanbul. Sie war Schriftstellerin, Übersetzerin, Journalist. Sie hat aus dem Englischen, Deutschen und Französischen insgesamt 60 Bücher übersetzt. Sie ist bekannt für Kurzgeschichten, also sie hat auch viele Kurzgeschichten geschrieben und Preise dafür bekommen. Sie war, wie du gesagt hast, sie hat 3 Jahre lang mit Cemal Süreya gelebt und dann hat sie Turgut Uyar kennengelernt und sie war dann mit ihm verheiratet, ich glaube 1969. Und also sie waren dann lange Zeit verheiratet. Und sie hatten gemeinsam einen Sohn, Turgut Haydar Uyar, heißt er. Was noch über sie? Oder wir sprechen jetzt von dem ersten der drei Autoren, über Edip Cansever. Er hat eben immer zum 15. März ein Gedicht geschrieben. Edip Cansever kam aus, ich skizziere jetzt ganz holzschnittartig, bevor wir Gedichte lesen, sodass man ein bisschen etwas über ihn weiß. Er kam eher aus Verhältnissen, die man klein nennen würde, könnte. Der Vater war Flieger-Unteroffizier und ein fliegender Händler zwischen Istanbul und Westanatolien. Cansever gibt uns ein kleines Bild, wie das war, als er jung war. Er sagt, wir aßen auf dem Bodentisch. Meine Socken sind die Socken meines Vaters, die verkleinert worden waren. Mein Spielzeug waren Holzstücke, Räder, Drähte, die in einem Korb lagen. Also einfach, aber dann auch intensiv. Er war kein angepasster Schüler, obwohl er ein aufgewecktes und interessiertes Kind war. Mit 10 schrieb er sein erstes Gedicht und sagte, und jetzt bin ich Dichter. Mit 15 ging er das erste Mal in ein Bordell. Das war ihm wichtig, er hat es erzählt. Er besuchte das Gymnasium, nimmt aber nebenbei Privatunterricht bei einem Französischlehrer, weil er möchte Paul Valéry im Original lesen. Und er lernt dann Französisch und eines Tages sagt er zu seinem Lehrer, ja, jetzt übersetzen wir doch mal Valéry. Und dann schreibt er war völlig entsetzt, als er merkte, dass dieser Lehrer zwar Französisch konnte, aber nicht gedichtisch. Also er war nicht fähig, Verse zu übersetzen. Er hat dann versucht, eine kaufmännische Ausbildung zu machen, hat sie abgebrochen, ist dann ohne Ausbildung in den Betrieb seines Vaters eingetreten, der dann damals mittlerweile im großen Bazar ein Teppichgeschäft, einen Teppichladen hatte. Und Cansever sagt, die große Wende in seinem Leben war eben der Brand im großen Bazar, wo dieses Geschäft kaputt ging. Von dem Geld der Versicherung konnte er nichts Eigenes machen. Er tat sich mit einem Partner zusammen und die beiden haben dann ein Antiquitätengeschäft eröffnet im großen Bazar. Und das Glück für Cansever war, dass sein Partner sagte, pass auf, wir machen das so, ich unterhalte unten das Geschäft, die Antiquitäten und du sitzt oben im zweiten Stock und schreibst deine Gedichte. Diese Arbeitsteilung ist besser.
Chancellor war extrem produktiv. Er hat 19 Lyrikbände veröffentlicht, aber auch Dramen und Tragödien. Ja, und 1986 erleidet er in Bodrum eine Hirnblutung und stirbt darauf, bald in Istanbul, wie gesagt, keine 60 Jahre alt. Seine Frau Meferet sagt über ihn, er war immer ein Istanbuler Poet, ein Poet der alten Viertel, der Blumenpassage, der Wasser mit den Möwen. So, dies als kleine Einstimmung und wir fangen an, Gedichte zu lesen, ja? Also erst lese ich auf Türkisch und dann liest Angelika auf Deutsch. Und vorher möchten wir uns nochmal bei Ihnen entschuldigen, dass wir also später als geplant angefangen haben. Aber jetzt geht es los. Günlerden. Evet, evet. Doğrusu bilmiyorum. Dalıp dalıp gidiyorum böyle. Dalıp gidiyorum ve dalgınlığımda bir kent, bir duvar, bir de sen. Duruşunda güz özellikleri. Dostlar, bütün dostlar içeride. Bir kent mi? Bir yüz mü? Binlerce yüz mü? Bir kent mi? Beyaz mı? Daha mı beyaz? O kadar çok mu beyaz? Bütün bunları kendime bir adres gibi sorup, hüznüme, kalbime, soğuma, gelecekten arta kalan bir mutluyum. Von den Tagen. Ja, ja, ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. So träume und verschwinde ich. Ich verschwinde und in meinem Versunkensein eine Stadt, eine Mauer und auch du in herbstlicher Haltung. Die Freunde, alle Freunde sind drinnen. Eine Stadt, ein Gesicht, tausend Gesichter, eine Stadt. Ist es weiß, weißer, so sehr weiß? Das alles frage ich mich, so wie ich nach einer Adresse frage. Meiner Melancholie, meinem Herzen, meiner Kälte bin ich ein von der Zukunft übrig gebliebener, glücklicher. Bir plak gibi dönüyor gökte mavilik. Bir plak gibi dönüyor gökte mavilik. Sesi aşağıda, çok aşağıda, üzerinde bir duvarın. Duvarsa dondurma yiyen bir çocuğun eli sanki taşmış akıyor. Öpüyor toprağa kanatan nar çiçeklerini. Öpülüyorum bembeyaz çimlerinde yalnızlığımın. Sonsuzluk yarın. Wie eine Schallplatte dreht sich am Himmel das Blaue. Wie eine Schallplatte dreht sich am Himmel das Blaue. Sein Klang ist unten, tief unten auf einer Wand. Die Wand jedoch, als ob sie die Hand eines eisessenden Kindes wäre, ist ganz überlaufen, fließt, küsst die Granatapfelblüten, die die Erde bluten lassen. Ich werde geküsst auf dem schneeweißen Rasen meiner Einsamkeit. Unendlichkeit ist morgen. Ja, Angelika. Ja, Nusel. Mir gefallen diese Gedichte auch deshalb, weil die Farbe blau vorkommt. ich weiß, vielleicht die anderen nicht, nicht alle Zuhörer. Also, dass du dich über die Farbe Blau in der modernen Lyrik promoviert hast. Willst du was dazu sagen? Also in dem Zusammenhang? Ach so, ja, ich habe mich mein Leben lang mit Gedichten beschäftigt und eben dann auch eine Doktorarbeit geschrieben über die Farbe Blau in der modernen Lyrik. Mich hat diese Farbe immer fasziniert. Und ich glaube, sehr viele Dichter sind von dieser fasziniert, von dieser Farbe fasziniert. Ich denke, hier ist interessant, dass
unsere Autoren immer oder oft mit so Synästhesien spielen. Die Farbe ist eine Farbe, aber sie ist auch ein Klang. Wir werden nachher ein Gedicht lesen, da wird es heißen, ja, zu einer Frau, du bist auch keine Person. Wenn ein Vogel hier wäre, würde er blau zu dir sagen. Ja, ich weiß nicht, das Blaue sicher. Es passt natürlich zu dieser melancholischen Stimmung, zu dieser Sehnsuchtsstimmung. Ich meine, schon Goethe hat gesagt in seiner Farbenlehre, dass das Blaue eine Farbe ist, die nicht auf uns dringt wie das Rot, sondern die uns nach sich zieht. Und Kandinsky hat im Geistigen zur Kunst gesagt, ja, das Blau hat eine Neigung zur Vertiefung und das helle Blau erinnert an den Ton einer Flöte und das Dunkle an den Ton eines Cellos. Ich denke, dass Maler wie auch Schriftsteller empfindlich sind für die verschiedenen synästhetischen Qualitäten von Farbe. Und da ist Blau prädestiniert. In ja, Blau auch ein Klang, ne? Ja, sehr viele Ausdrucksmöglichkeiten, ja. Lesen wir weiter? Ja, machen Sonst wir. Sonst rede ich nur noch über das Blau heute. Okay. Bitte, Maya. Ve ağzım ağzını öptüyse, çünkü için sözle doludur. Elim eline değdiyse, çünkü elin yaratılmış işler doğurur. Gözlerine baktımsa, bakmışımdır. Onlar bir denizi sezme derinliğindedir. Ve saçlarına, ve boynuna, ve omuzlarına baktımsa, ki bakmışımdır. Onlar bir kuşun uçuşunu sezme derinliğindedir. Ey sözlerim benim. Onlar ki bana her zaman bir diriliş verenedir. Meselim bitmeyendedir. Das Endlose. Und wenn mein Mund deinen Mund geküsst hat, ist es, weil dein Inneres voll ist vom Wort. Und wenn meine Hand deine Hand berührt hat, ist es, weil deine Hand erschaffene Arbeit gebiert. Und wenn ich dir in die Augen gesehen habe, eben muss ich hineingesehen haben, liegt in ihrer Tiefe das Wissen um das Meer. Und wenn ich zu deinen Haaren, zu deinem Hals, zu deinen Schultern hingesehen habe, eben muss ich ihn gesehen haben, liegt in ihrer Tiefe das Wissen um den Flug eines Vogels. Um meine Worte, sie, die für diejenige sind, die mir jedes Mal eine Erweckung schenkt. Meine Parabel liegt im Endlosen. O mavilik derdi. Beni uykudan uyandırır uyandırmaz, dünyanın bütün huyları yüzünde. Ben bunlardan birini seviyorum en çok. Sana bir nar kesip uzatıyor ya doğa, tutsan tanelerini, sevincin gözyaşları derdim buna. Bir süre bakışıyoruz karşılıklı, ben uykudan uyanır uyanmaz. Benimle şiir gibidir bu. Tam karşımda ama yazılmamış. Durmadan bileniyor aklımda. Seni unutarak baktığımda bile dünyanın her yerlerinden geçiyorsun. Yayılıyorsun kalabalıklara. Yalnız yayılmak mı? Aşkın en büyüğü, en dayanılmazı demeli buna. Özlenirsin. Alabildiğine varsın da. Daha da var oluyorsun gün günden. Olgun bir meyve gibi güleceksin zamanla. Bir kadın da değilsin, bir kişi de değilsin. Bir kuş olsa mavilik derdi buna. Würde das Blaue dazu sagen. Sobald du mich aus dem Schlaf weckst, sind alle Launen der Welt in deinem Gesicht. Eine davon liebe ich am meisten. Hier schneidet und reicht doch die Natur einen Granatapfel.
Hielte ich seine Kerne, würde ich Tränen der Freude dazu sagen. Eine Weile schauen wir einander an, sobald ich aus dem Schlaf erwache, ist es so wie ich und ein Gedicht, direkt vor mir, nur nicht geschrieben. In meiner Vorstellung wird es immer deutlicher. Selbst wenn ich dich vergessend um mich schaue, gehst du durch alle Winkel der Welt, bereitest dich aus in der Menschenmenge, nur ausbreiten. Das Größte, das Überwältigendste der Liebe, müsste man dazu sagen. Du wirst vermisst, dennoch bist du unendlich da. Dein Dasein vermehrt sich von Tag zu Tag. Wie eine reife Frucht wirst du lachen mit der Zeit. Du bist auch keine Frau, du bist auch keine Person. Wäre ein Vogel hier, das Blaue, würde er dazu sagen. Bütün iyi kitapların sonunda, bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda, Meltem'i senden esen, soluğu sende olan yeni bir başlangıç vardır. Parmağını sürsen elmaya, rengini anlarsın. Gözünle görsen elmayı, sesini duyarsın. Onu işitsen, yuvarlağı sende kalır. Her başlangıçta yeni bir anlam vardır. Nedensiz bir çocuk ağlaması bile çok sonraki bir gülüşün başlangıcıdır. Hoffen. Am Ende aller guten Bücher, am Ende aller Tageszeiten, aller Nächte, in der Brise, die von dir weht, im Atem, der bei dir ist, gibt es einen neuen Anfang. Wenn du mit dem Finger über den Apfel streichst, verstehst du seine Farbe. Wenn du mit deinen Augen den Apfel siehst, hörst du seine Stimme. Wenn du ihn hörst, bleibt die Rundung bei dir. In jedem Anfang gibt es einen neuen Sinn. Selbst das grundlose Weinen eines Kindes ist der Anfang eines viel späteren Lachens. Her sevda. Her sevda başlangıçtır bir yenisine. Öteki baş kaldırır daha bitmeden biri. Biz isteyelim istemeyelim sürüp gider böylece. Baksak ki unutmuşuz günün birinde her şeyi. Ne o sevdalar ne ölümsüz sözler kalmış. Toplasak toplasak hepsini işte onca sevda bir sevdayı yaratmış. Döner durur başımızın üstünde. Gözlerden, ağızlardan, saçlardan, ellerden, omuzlardan yapılmış bir hali. Ve çınlar her biri bir silahın yankısı gibi bir yaşam boyu biz tetiği çektikçe. Jede Leidenschaft. Jede Leidenschaft ist der Anfang einer neuen. Die andere hebt schon den Kopf, bevor noch die eine endet. Egal, ob wir wollen oder nicht, so geht es weiter. Eines Tages merken wir, dass wir alles vergessen haben. Weder die Leidenschaften noch die unsterblichen Worte sind geblieben. Wir sammeln alles und dann? So viele Leidenschaften schufen die eine Leidenschaft. Sie kreist über unserem Kopf ein aus Augen, Mündern, Haaren, Händen, aus Schultern gemachter Heiligenschein. Und jeder einzelne von ihnen widerhallt wie das Echo einer Waffe ein ganzes Leben lang, solange wir auf den Abzug drücken. Ja. Ja.
Jetzt habe ich mich an die Worte von Thomas Uyar erinnert. Sie hat gesagt, die Liebe kann mit der Zeit Narben bekommen. Sie kann schrumpfen, kann enden. Edith Jean Savell hat mich gelehrt, dass die einzige nie endende Liebe die lyrische Freundschaft ist. Also wir wissen, dass Edith Jean Savell sie gerne gemocht hat. Du hast eben erwähnt, also er hat im März, am 14. März, immer ihr ein Gedicht geschenkt. Das war ihr Geburtstag. Und sie waren nie zusammen. Edith Jean Savell war sein Lebenslang mit Mefralit verheiratet. Mhm. Aber das war vielleicht eine platonische Liebe, nicht? So kann man sagen. Ja. Ja, aber diese lyrische Freundschaft, ja, dieser Ausdruck, gefällt mir sehr. Ja. Wir kommen jetzt zu Thema Sureya, dem zweiten Lyriker, den wir heute hier vorstellen wollten, dem zweiten Lyriker dieser Trias, dieser Drei-Freunde-Gesellschaft. Thema Sureya ist 1931 geboren, und zwar in den ostanatolischen Bergen, in einem Ort auf über 1600 Metern. Er heißt Pülümür. Der Vater war kurdischer Alevit, die Mutter eine Sasa. Sie starb schon, als Cemal 6 Jahre alt war. In der Sprache der Sasa heißt Pülümür Dersim. Der Dersim-Aufstand 1937-38 war der letzte große Kurdenaufstand. Es soll dabei 13.000 Tote gegeben haben. Nach dem Aufstand wurden Teile der Bevölkerung quasi in Verbannung geschickt, darunter auch die Familie von Cemal Süreya. Ihn schmuggelte man damals zu Verwandten nach Istanbul, wo er eine Weile lebte. Das Kind war sehr stark von seiner Mutter geprägt worden. Sie hat ihm anatolische Liebesgeschichten und Märchen vorgelesen. Er war sehr früh empfänglich für Literatur. Er hat einmal gesagt, seine zweite Geburt war, als er Dostojewski kennenlernte, und da war er 12 Jahre alt. Er hat die Brüder Karamasow und mehrfach gelesen, Schuld und Sühne auch. Also das war nochmal, er kam nochmal mit Dostojewski auf die Welt. Als junger Mann hat er in Ankara Politikwissenschaften und Ökonomie studiert und noch als Student geheiratet. Es war die erste von 5 Ehen, und dazwischen lebte er 3 Jahre mit Tomris zusammen. Er führte ein Doppelleben. Er arbeitete als Steuerinspektor und war auch dann eine Weile Direktor der Münze von Istanbul. Er ist viel herumgekommen, aber er sagte, er liebt Istanbul mehr als an der anderen türkischen Städte. Er hat auch einmal gesagt, Istanbul ist keine Stadt. Istanbul sei wie ein Tier, das einen Geruch hat, wenn es regnet. Er selbst meinte, das Wichtigste, was man über seine Gedichte sagen könne, wäre, dass sie erotisch sind. Im Januar 1990 starb er an einem Zuckerkoma, verbunden mit einer Lungenentzündung. Magst du mal vielleicht sagen, dieses Buch, was bahnbrechend war, wo er im Titel das Wort Taube und das Wort Flügel verbindet? Über Ajinka. Ja, genau. Also, das ist so ein erfundenes Wort. Also es setzt sich aus 2 Wörtern zusammen. Güvercin und Kanat. Güvercinka. Eins seiner Bücher, also Gedichtbände, heißt so. Und so heißt auch ein Gedicht in diesem Buch. Güvercinka. Das haben Sie ja alle gemacht. Ein bisschen ja. Wörter erfunden, die Grammatik ja, gebrochen. Hat auch gemacht. Ja, ja. Sollen wir lesen? Ja, okay. Önceliğin. Önce bir ellerim vardı yalnızlığımla benim aramda. Sonra birden kapılar açılıverdi ardına kadar. Sonra yüzün, onun ardından gözlerin, dudakların, sonra her şey çıkıp geldi. Bir korkusuzluk aldı yürüdü çevremizde. Sen çıkardın, utancını duvara astın. Ben masanın üstüne kodum kuralları. Her şey işte
Böyle oldu önce. Anfangshaft. Anfangs waren nur deine Hände zwischen meiner Einsamkeit und mir. Dann öffnete sich auf einmal die Türen sehr weit. Dann dein Gesicht, danach deine Augen, deine Lippen. Dann tauchte alles auf. Eine Furchtlosigkeit wuchs um uns. Du hast deine Scham ausgezogen, an die Wand gehängt. Ich habe die Regeln gerade auf den Tisch gelegt. Und so ist es eben geschehen, anfangs. Dann. Kırmızı bir şur soluğum, kumral göklerinde saçlarının. Seni kucağıma alıyorum, tarifsiz uzuyor bacakların. Kırmızı bir at oluyor soluğum. Yüzümün yanmasından anlıyorum. Yoksuluz, gecelerimiz çok kısa. Dört dala sevişmek lazım. Glorie, ein roter Vogel ist mein Atem, in den dunkelblonden Himmeln deiner Haare. Ich nehme dich auf meinen Schoß und immer länger werden deine Beine. Ein rotes Pferd wird nun mein Atem, am Brennen meiner Wangen spür ich's. Arm sind wir, unsere Nächte kurz, galoppierend müssen wir uns lieben. Galoppierend müssen wir uns lieben. Das ist ein Vers, das man auch immer wieder an den Wänden, Mauern der Stadt gesehen hat, gelesen hat. Ist ja auch ein sehr kühnes Gedicht. Ja. Also am Anfang ist der Atem des Mannes ein Vogel und dann ein Pferd und dazwischen ihre Beine werden immer länger, nimmt sie auf den Schoß. Also es ist deutlich ein Beischlafgedicht, oder? Ja, sicher. Kühn, also auch für die Zeit damals. Ja, für die damalige Zeit. Wir lesen weiter. Bir çiçek. Bir çiçek duruyordu orada bir yerde. Bir yanlışa düzeltircesine açmış. Gelmiş ta ağzımın kenarında konuşur durur. Bir gemi bembeyaz teniyle açıklarda. Güverteleri uçtan uca orman. Aldım çiçeğimi, şurama bastım. Bastım ki yalnızlığımmış. Bir başına arşınlıyor bir adam mavi treni. Keşke yalnız bunun için sevdim seni. Eine Blume. Eine Blume stand da irgendwo, ist aufgeblüht, als wolle sie einen Fehler korrigieren. Sie reicht bis zum Rand meines Munds und spricht ununterbrochen. Ein Schiff in der Ferne mit schneeweißer Haut, seine Decks von einem Ende zum anderen, Wälder. Ich habe meine Blume genommen und an mich gedrückt. Gedrückt? Und es war meine Einsamkeit. Ganz allein schreitet ein Mann den blauen Zug ab. Hätte ich dich doch nur dafür geliebt. Sollen wir was darüber sagen? Also ich möchte gerne sagen. Ja, bitte. Dieses Gedicht zum Beispiel, eine Blume stand da irgendwo, ist aufgeblüht, als wolle sie einen Fehler korrigieren. Also das gefällt mir so sehr, als wolle sie einen Fehler korrigieren. Ah, wirklich. Ja, und ich muss vielleicht erwähnen, dass Cemal Süreya 20 Gedichte geschrieben hat, die immer mit demselben Vers enden. Und zwar, hätte ich dich doch nur dafür geliebt. Das gefällt mir auch sehr, dieses Vers. Hätte ich doch dich doch nur dafür geliebt. Und Nursel, der blaue Zug war ein besonderer Zug, ja? Ja, das war ein Zug zwischen Istanbul und Ankara von 1979 bis 2000 gab es den Zug. War immer ab um 11.30 Uhr von beiden Richtungen und kam immer um 8 Uhr an. Also
Nachtzug er von Istanbul nach Ankara, oder? Auch von Ankara nach Istanbul, in beiden Richtungen. Ne? Ein Nachtzug also. Ja, das ist ein sehr bekannter Zug. Da haben sich Menschen kennengelernt, haben sich verliebt, ließen sich inspirieren, die Dichter von den Ereignissen in dem Zug oder so, von der Einsamkeit. Ja. Wir lesen weiter. Ay ışığında oturuyorduk. Bileğinden öptüm seni. Sonra ayakta öptüm. Dudağından öptüm seni. Kapı aralığında öptüm. Soluğundan öptüm seni. Bahçede çocuklar vardı. Çocuğundan öptüm seni. Evime götürdüm yatağımda. Kasığından öptüm seni. Başka evlerde karşılaştık. İliğinden öptüm seni. En sonunda caddelere çıkardım. Kaynağından öptüm seni. Ich muss jetzt gerade mal schauen, wir kriegen hier eine Chat-Nachricht. Hallo? Liebe Frau Oberhard, ja, hallo? Hören Sie mich wieder? Ja, ich höre Sie. Sehr gut. Nein, machen Sie ganz normal weiter, bitte. Ganz normal. Dann ja. Vergessen Sie das, wenn der Ton wieder da ist. Wunderbar. Ja, schön. Der Ton ist wieder da. Danke. Und ich lese dieses Gedicht jetzt. Zählen. Auf Deutsch. Zählen. Im Mondschein saßen wir. Auf dein Handgelenk habe ich dich geküsst. Dann im Stehen geküsst. Auf deine Lippen habe ich dich geküsst. Im Türspalt geküsst. Auf deinen Atem habe ich dich geküsst. Im Garten waren Kinder, auf das Kind in dir habe ich dich geküsst. In mein Haus gebracht, in meinem Bett, auf deine Leiste habe ich dich geküsst. In anderen Häusern sind wir uns begegnet, auf dein Knochenmark habe ich dich geküsst. Am Ende in die Straßen geführt, auf deine Quelle habe ich dich geküsst. Vielleicht kann ich bei der Gelegenheit so ein bisschen was erzählen, wie wir übersetzt haben. Nusl ist ja, wie Sie hören, komplett zweisprachig. Ich kann kein Türkisch. Ich habe 10 Monate in Istanbul gelebt als Stipendiatin der Kulturakademie Tarabya und natürlich habe ich ein bisschen was aufgefasst, aber mitgenommen. Aber letztlich haben wir so gearbeitet, dass Nusl interlinear übersetzt hat, also Wort für Wort. Dann hat sie eine deutsche Übersetzung vorgeschlagen. Ich habe mit Wörterbüchern versucht, das nachzuvollziehen, habe auch dann vorgeschlagen, wie man es ins Deutsche bringen könnte. Und wir haben sehr viel, sehr, sehr viel diskutiert, immer wieder auch laut gelesen. Und bei diesem Gedicht Zählen, da musste man auch Silben zählen, denn es sind immer zwei Zeiler und die zweite Zeile sagt dann immer, wo er diese Frau geküsst hat. Und im Türkischen waren es immer 8 Silben. Und dann haben wir das im Deutschen probiert und das ging eigentlich relativ gut, dass wir im Deutschen immer 10 Silben hatten. Also auch immer die gleiche Silbenzahl in jeder zweiten Zeile. Bis auf eine Zeile, die hat sich gesträubt. Das war wörtlich, auf dein Kind habe ich dich geküsst. Da fehlen aber 2 Silben. Dann hatte ich vorgeschlagen, ja, dann wiederholen wir das Kind einfach. Auf dein Kind habe ich dich geküsst. Und dann meinte Nusl, ja, das ist schon Plan B. Aber eigentlich hat sie gemeint, schau mal, jetzt überlegen wir, was meint er eigentlich? Meint er tatsächlich, dass da das Kind der Frau auch im Garten war? Oder, da sage ich, nee, wahrscheinlich nicht. Dann sagt sie, es ist doch eigentlich deutlich, dass er meint, auf das Kind in dir habe ich dich geküsst. Und das steht natürlich so im Türkischen nicht, aber es trifft, denke ich, den Sinn. Wir haben ein bisschen mehr interpretiert, statt auf dein Kind habe ich dich geküsst. Eben, da haben 2 Silben gefehlt, dann auf das Kind in dir. Ich glaube, Margrit Duras hat einmal gesagt, die schlimmsten Übersetzungsfehler sind musikalische. Und das Türkische ist ja eine unglaubliche, wunderbare, klangreiche Sprache und wir haben versucht, im Deutschen dann, wo Reime waren, sie im Deutschen auch zu retten oder wo so eine Auffälligkeit jetzt war, wie hier die gleiche Silbenzahl, das dann auch im Deutschen zu bewahren.
Vielleicht sollen wir auch dazu sagen, dass dieses Gedicht Thomas Ujar geschrieben ist. Also so sagt man wenigstens. Sie ja. waren 3 Jahre zusammen. Ja. Und das nächste vermutlich auch, die 4 Jahreszeiten, oder? Da ist man nicht so ganz sicher. Und machen wir weiter? Dört mevsim. Bahar mezarına gömsünler sizi. Yapraklar gibi buluştunuzdu. Kokular gibi seviştinizdi. Bahar mezarına gömsünler sizi. Yaz mezarına gömsünler sizi. İlk kezmiş gibi buluştunuzdu. Son kezmiş gibi seviştinizdi. Yaz mezarına gömsünler sizi. Güz mezarına gömsünler sizi. Salkımlar gibi buluştunuzdu. Ağular gibi seviştinizdi. Güz mezarına gömsünler sizi. Kış mezarına gömsünler sizi. Sokaklar gibi buluştunuzdu. Çarşılar gibi seviştinizdi. Kış mezarına gömsünler sizi. Die 4 Jahreszeiten. Ins Grab des Frühlings soll man euch legen. Wie Blätter seid ihr euch begegnet, wie Düfte habt ihr euch geliebt. Ins Grab des Frühlings soll man euch legen. Ins Grab des Sommers soll man euch legen. Wie zum ersten Mal seid ihr euch begegnet, wie zum letzten Mal habt ihr euch geliebt. Ins Grab des Sommers soll man euch legen. Ins Grab des Herbstes soll man euch legen, wie Trauben seid ihr euch begegnet, wie Schierling habt ihr euch geliebt. Ins Grab des Herbstes soll man euch legen. Ins Grab des Winters soll man euch legen, wie Straßen seid ihr euch begegnet, wie Märkte habt ihr euch geliebt. Ins Grab des Winters soll man euch legen. Wir saßen, als wir dieses Gedicht übersetzt haben, bei Nursel im Wohnzimmer. Sie wohnt ja ganz nah am Bosporus. Es ist sehr, sehr schön bei ihr. Und ich fand, dass die Situationen, also es gab immer auch was Gutes zu essen und dann gab es Wörter, dann gab es Worte. Und ich war immer sehr unsicher, ob wir das hinkriegen, ob wir im Deutschen diesen wunderbaren Lyrikern gerecht werden können. Also es war immer so ein Spiel zwischen etwas finden und Zuversicht und Zweifel. Und exakt als wir dieses Gedicht übersetzt haben, also die 4 Jahreszeiten, es lief bei ihr immer klassische Musik, also Radio, und exakt als wir das übersetzt haben, kam dann von Vivaldi die 4 Jahreszeiten. Und wir haben so gelacht, weil es war dann so wie ein magischer Moment, also so wie, ja, ihr schafft das. Vivaldi antwortet jetzt hier aus dem Westen auf den Osten, auf diesen türkischen Lyriker. Und ja, wir nahmen dann als ein Zeichen, dass es gelingt. Das war ein wunderschöner Zufall. Es war sehr schön, ja, es war sehr schön. Wir lesen jetzt das letzte Gedicht von Cemal Süreya. Ja. Und heißt Özür. Sen akışkan ayna dertli böcek. Çamaşırımda besleyici leke. Alı yazımın tek okunaklı yeri, bıçkın sevinç, kunt öfke. Küçüklerini yutmuş kırmızı soğan, yüce gönüllü akasya. Hava çıkmış eteklik, hafifçe karnı olan. Sen eli sürencil. Öyle bir laf varsa işte o. Dün için özür dilerim. Şimdi işten çıktın, Beşiktaş'tasın. Kim istemez mutlu olmayı? Mutsuzluğa da var mısın? Es hat im türkischen Reime, die wir versucht haben, so ungefähr auch zu erreichen. Entschuldigung. Du flüssiger Spiegel, Kummerinsekt, in meiner Wäsche nahrhafter Fleck, auf meiner Stirn einzige Stelle, die man lesen kann, du wilde Freude, wütender Schreck. Rote Zwiebel, die ihr Zäpfchen verschluckt hat. Edelmütige Akazie. Rock, dessen Fasern fusseln,
der mit der Ausbeulung. Du Handstreichelnde, das ist es, falls es so ein Wort gibt. Entschuldigung wegen gestern, du bist in Beşiktaş, hast jetzt frei. Wer will nicht glücklich sein? Bist im Unglück? Du auch dabei? Ja, das war das letzte Gedicht, das wir hier von Cemal Süreya vorlesen. Vielleicht zitiere ich jetzt von Thomas Uyar etwas über Cemal Süreya. Mhm. Sie hat gesagt, er hat mich verlassen, aber fand dann keine Ruhe. Laut ihm könnte mich niemand haben, hat sie gesagt. Ein bisschen getäuscht. Und, ja, aber für Turgut Uyar hat sie gesagt, er hat immer davor Angst gehabt, dass ich irgendwann ihn verlassen würde, was aber nicht der Fall war. Was nicht der Fall war, ja. Also, ja. Wir kommen jetzt zum letzten der drei Freundesdichte. Turgut Uyar, er ist 1927 in Ankara geboren, als fünftes von sechs Kindern. Und er sagt von sich, ich war ein Wehmütiger, immer bereit zu weinen. Er hatte ein kunstoffenes Elternhaus, in dem viel musiziert wurde. Der Vater war Offizier und zwar war er zuständig für die Vermessung des Landes. Das heißt, er war ganz viel unterwegs. Und Turgut Uyar wird immer sagen, dass die Sehnsucht nach dem Vater seine Kindheit geprägt hätte. Als dann der Vater nach der Pensionierung endlich da ist, zieht die Familie nach Istanbul. Aber dann schickt man aus Kostengründen den Sohn nach Konya auf die Militärakademie. Das war wohl billiger als die Militärakademie in Istanbul. Das heißt, er war dann wieder allein. Also Unglück in Konya. Er ist dann auch unglücklich auf der Hochschule für Armeebeamte in Bursa. Danach beginnt so eine Odyssee an verschiedenen Militärstationen quer durch die Türkei. Das war alles nichts für ihn. Das heißt, mit 31 Jahren quittiert er den Militärdienst und hat dann noch 9 Jahre lang, also bis 40, bis zu seiner Frühpensionierung in einer Papierfabrik in Ankara gearbeitet und halt geschrieben. Er war bereits mit 18 Jahren verheiratet, er hat ein Nachbarmädchen geheiratet, wurde dann auch Vater. Nun, also als er etwa 40 ist, lässt sich das Paar scheiden, er geht nach Istanbul, nimmt die Kinder mit. Er hat aber 5 Jahre vorher in einer Kulturvereinigung die Istanbulerin Tomris kennengelernt und 5 Jahre lang schreiben sie dann zwischen Ankara und Istanbul hin und her. Und als er jetzt nach Istanbul kommt, heiraten die beiden. Es war auch so, dass er, ich glaube, nur so 7 Jahre nicht geschrieben hat und durch Tomris kam er wieder zum Schreiben. Mhm. Er sagt von sich auch, ich bin ein Gehirn, das blutet. Er trank sehr viel, wie die anderen beiden auch, aber vielleicht trank er noch mehr. Er trank bis mittags, Zitat, 3 doppelte Wodka mit einer Scheibe Zitrone, Wasser und dann zum Essen wieder Rake. Er wusste, dass er riskant lebt und in den letzten Jahren wartete er dann auf den Tod wie auf etwas, das er kannte. Er ist dann im August 1985 zu Hause gestorben an Leberzirrhose. Cemal Süreya sagt über ihn, an dem Tag, an dem er gestorben ist, da haben sie uns allen gekündigt. Ja. Ja, damit es nicht so traurig wird, möchte ich jetzt einen Dialog vorlesen. Oh ja, bitte. Edip Cansever sagt, ich brachte Cemal das Trinken bei. Cemal Süreya meint er. Cemal Süreya sagt, ich brachte Edip bei, Gedichte zu schreiben. Turgut Uyar sagt, und während die beiden sich mit solchen Dingen beschäftigten, heiratete ich Tomris. Ja. Ja. Also, ja, dann lesen wir jetzt 6 Gedichte von Turgut Uyar.
Und das erste heißt Büyüp giden hüzne. Bir güzel aşk yılının ortasında bir kestane ekerim, büyür gider. Orta çağdan bir deniz haritasında bir iki harf bulurum, büyür gider. Biliyorum, ikimiz arasında bir deste gül mü ne var, büyür gider. Sen bir aklık gibisin sırasında, boynun ve dediklerin büyür gider. Ölür gider çinisi bir soylunun, bize bir mavi kalır, büyür gider. Ve içidir bir devin sofrasında, ara yerde bir hüzün, büyür gider. An die wachsende und wachsende Wehmut. Inmitten eines schönen Jahres der Liebe pflanze ich eine Kastanie, die wächst und wächst. Auf einer Meereskarte aus dem Mittelalter finde ich ein, zwei Buchstaben. Das wächst und wächst. Ich weiß, zwischen uns beiden gibt es etwas, vielleicht einen Bund Rosen, der wächst und wächst. Du bist das Weiße, wenn es nötig ist. Dein Hals und was du sagst, das wächst und wächst. Die Keramik eines Höflings stirbt, uns bleibt davon doch ein Blau, das wächst und wächst. Am Tisch eines Riesen wird getrunken. Da ist eine Wehmut dabei, die wächst und wächst. Şimdi gelsem ki. Şimdi gelsem ki sen yıkanmışsın. Saçlarını taramışsın. Alnında mini mini damlalar, bir hafiflik, bir incelik yüzünde. Buğu ardından yıldızlar gibi parmak uçların pembeleşmiş. Sere serpe yatağa uzanmışsın. Bunu sevda türküsü olsun diye yazdım gelinim. Şimdi yağmur yağıyor yollara, yapraklara. Gelsem ki sen evdesin. Cümle sıcaklıklarla berabersin. Göğsün kapalı, dudakların aralık. Ellerimi hohlayıp hohlayıp ısıtsan. Halbuki şimdi sen nerelerdesin? Käme ich jetzt doch. Käme ich jetzt doch. Du bist gebadet, die Haare gekämmt, winzige, winzige Tropfen auf deiner Stirn, eine Leichtigkeit, eine Feinheit auf deinem Gesicht. Wie Sterne im Dunst haben sich deine Fingerspitzen rosa gefärbt. Unbekümmert auf dem Bett liegst du einfach so da. Das habe ich als Liebeslied geschrieben, meine Braut. Jetzt regnet es auf die Straße, auf die Blätter. Käme ich doch, du bist zu Hause mit allem Warmen zusammen, dein Busen bedeckt, deine Lippen halb offen, wärmtest du doch meine Hände, hauchtest sie an, hauchtest sie an. Aber ach, wo bist du jetzt? Kesiksiz övgü. Esmer güzeli Necla'nın baktıkça bayıldım dediği gökyüzü. İşte ben bunu mutlak yazmalıyım dedim. Karanlıkta dünyayı bir bir hatırlamak. Ben yeter dedikçe şehirlerin güzelleşmesi. Bir anda kendi kendime bulduğum mutlu gerçek. Bir kadın var. Beni onun iki eli, iki gözü kurtarır yaşamamaktan. Öyle hoşlanırım ki onunla yatmaktan utanırım artık. Sabahları acıkmayı ondan öğrendim.
ununterbrochenes Lob. Der Himmel, von dem die dunkle Schönheit Nejla, er wirft mich um, sagt, jedes Mal, wenn sie ihn anschaut. Genau das muss ich unbedingt aufschreiben, habe ich gesagt. Im Dunkeln sich eins ums andere an die Welt erinnern. Dieses Schönwerden der Städte, immer wenn ich, das reicht, sagte. Die glückliche Wahrheit, die ich plötzlich gefunden habe. Es gibt eine Frau, deren zwei Hände, deren zwei Augen mich davor bewahren, nicht zu leben. Mit ihr zu schlafen gefällt mir so sehr, dass ich mich nun schäme. Morgens hungrig zu sein, lernte ich von ihr. Das war ein Gedicht, hast du gesagt, gell, für seine erste Frau. Genau, sie heißt Nezda. Ja. Jetzt ein Gedicht, das an Tomlis geschrieben ist. Das nächste jetzt. Das nächste, ja. Ja. Ah, ja. Und heißt Çokluk Senindir. Çokluk Senindir. Özenle soydum şu elma, söyle şimdi kimindir? Özenle ne yapıyorsan bilirsin, artık senindir. Suya giden bir adam mesela omzunu eğri tutsa, güneş, su ve adamın omzundaki eğrilik senindir. Ayağa kalkarsın, adınla uygunsun ve haklısın. Kararan dünya bildiğin gibi sık sık senindir. Kararan dünya yeni bir güle bir ateş parçasıdır. Bir ateş parçasından arta kalan soylu karanlık senindir. Bir deneyle geçmişe aldın geldin yeniyi güzel boyadın. Ben bilirim, sen de bil ki ilk aydınlık senindir. Benim sevdiğim su senin suyunun öz kardeşidir. Senin soyunun bıraktığı güçler artık senindir. Çünkü bir silah gibi tutarsın tuttuğun her şeyi. Her yeri bir uyarma diye tutan ıslık senindir. Senindir ey sonsuz veren ne varsa hayat gibi. Tutma soluğunu, genişle. Öz ve kabuk senindir. Ey en güzel görüntüsü çiçeklere dökülen bir çavlanın. Aşkım, sonsuzum, bu dünyada ne var ne yok senindir. Die Fülle ist dein. Sag, wem gehört jetzt dieser Apfel, den ich mit Sorgfalt schäle? Du weißt, alles, was ich mit Sorgfalt tue, ist von nun an dein. Hielte zum Beispiel ein Mann, der Wasser holen geht, seine Schulter schief, dann sind die Sonne, das Wasser und die Neigung der Schulter des Mannes dein. Du stehst auf, bist so wie dein Name und hast recht. Die dunkel werdende Welt, wie du weißt, ist oft dein. Die sich verdunkelnde Welt ist ein Feuerfunke für eine neue Rose, die von einem Feuerfunken gebliebene noble Dunkelheit ist dein. Du hast eine Vergangenheit voller Erfahrung mitgebracht, das Neue schön bemalt. Ich weiß, du sollst es auch wissen. Das erste Tageslicht ist dein. Das Wasser, das ich liebe, ist geschwisterlich zu deinem Wasser. Die Kraft, die dein Geschlecht dir vererbt hat, ist von nun an dein. Denn du hältst alles, was du hältst, wie eine Waffe. Der Pfiff, der als Warnung die Plätze besetzt, ist dein. Dein ist alles, was, wie das Leben, unendlich gebend ist. Halte deinen Atem nicht an. Dehne dich aus, Kern und Schale sind dein.
O schönstes Bild eines sich in die Blüten ergießenden Wasserfalls, meine Liebe, meine Unendliche, alles, was es gibt, was es nicht gibt auf dieser Welt, ist dein. Ja, du bist so wie dein Name. Sie heißt Tomris und das ist eine Königin, eine türkische Königin, die die Perser besiegt hat. Die die Perser besiegt hat, ja. Ja, in der Geschichte. Ja. Und Tomris bedeutet gleichzeitig Eisen. Also sie wird fast vergöttlicht. Sie ist Königin, sie ist tapfer. Ja. Und sie regelt alles. Sie schafft Ordnung, während diese drei Männer trinken. Ja. Okay. Ja, wir lesen jetzt ein Gedicht, das sicher eines der bekanntesten, berühmtesten und folgenreichsten kühnsten Gedichte dieser zweiten Neuen ist. Göğe bakma durağı. İkimiz birden sevinebiliriz. Göğe bakalım. Şu kaçamak ışıklardan, şu şeker kamışlarından, bebe dişlerinden, güneşlerden, yaban otlarından, durmadan harcadığım şu gözlerimi al, kurtar. Şu aranıp duran korkak ellerimi tut. Bu evleri atla. Bu evleri de, bunları da. Göğe bakalım. Falanca durağa şimdi geliriz. Göğe bakalım. İnecek var deriz. Otobüs durur. İneriz. Bu karanlık böyle iyi. Aferin Tanrı'ya. Herkes uyusun. İyi oluyor. Hoşlanıyorum. Hırsızlar, polisler, açlar, toklar uyusun. Herkes uyusun. Bir seni uyutmam. Bir de beni. Bir de ben uyumam. Herkes yokken biz oluruz. Biz uyumayalım. Nasıl olsa sarhoşuz. Nasıl olsa öpüşürüz sokaklarda. Beni bırak. Göğe bakalım. Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum. Göğe bakalım. Tuttukça güçleniyorum. Kalabalık oluyorum. Bu senin eski zaman gözlerin yalnız gibi, ağaçlar gibi. Sularım ısınsın diye bakıyorum. Isınıyor. Seni aldım, bu sunturlu yere getirdim. Sayısız pencerem vardı, bir bir kapattım. Bana dönesin diye bir bir kapattım. Şimdi otobüs gelir, biner gideriz. Dönmeyeceğimiz bir yer beğen, başka türlüsü güç. Bir ellerin, bir ellerim yeter, belleyelim yetsin. Seni aldım, bana ayırdım. Durma, kendini hatırlat. Durma, kendini hatırlat. Durma, göğe bakalım. Haltestelle, Himmelsschau. Wir beide können uns zusammen freuen. Lass uns in den Himmel schauen. Nimm und befreie meine Augen, die ich wieder und wieder verschwende von diesen vagen Lichtern, diesen Zuckerrohren, den Babyzähnen, den Sonnen, dem Unkraut. Halte meine unentwegt ängstlich tastenden Hände. Überspring diese Häuser, diese auch diese. Lass uns in den Himmel schauen. Gleich kommen wir zur so und so Haltestelle. Lass uns in den Himmel schauen. Wir sagen, anhalten, der Bus hält, wir steigen aus. Diese Dunkelheit ist gut so. Bravo Gott. Alle sollen schlafen, das ist gut, das gefällt mir. Die Diebe, die Polizisten, die Hungrigen, die Satten sollen schlafen. Alle sollen schlafen, nur dich lasse ich nicht schlafen. Auch ich schlafe nicht. Wenn alle fort sind, werden wir da sein. Wir schlafen nicht.
Wir sind ohnehin betrunken und werden uns küssen in den Straßen. Lass mich sein, lass uns in den Himmel schauen. Ich weiß nicht, was mit deinen Händen ist. Lass uns in den Himmel schauen. Je länger ich sie halte, umso stärker werde ich, umso mehrere. Deine Augen aus den alten Zeiten sind wie einsam, wie Bäume. Ich warte, dass meine Säfte warm werden. Sie werden warm. Ich habe dich genommen und an diesen unverschämten Ort gebracht. Du hattest zahllose Fenster. Eins nach dem anderen habe ich geschlossen, damit du zu mir zurückkehrst. Eins nach dem anderen geschlossen. Gleich kommt der Bus. Wir steigen ein, fahren los. Such dir einen Ort aus, von dem wir nicht zurückkehren werden, sonst wird es schwer. Nur deine Hände, nur meine Hände reichen. Lass uns glauben, sie sollen reichen. Dich habe ich genommen, ließ dich zurücklegen für mich. Komm, mach dich wieder wahrnehmbar. Komm, mach dich wieder wahrnehmbar. Komm, lass uns in den Himmel schauen. Das hat schon eine wahnsinnige, wahnsinnigen Drive, dieses Gedicht, eine wahnsinnige Kraft auch so zwischen diesem sich freuen und dann ja auch so diese, ja, das auch Zwanghafte und auch dieses Moment des Todes, such dir einen Ort aus, von dem wir nicht zurückkehren werden. Also auch, ich denke, man könnte viel zu diesem Gedicht sagen, aber so diese Grenzerfahrung der Liebe, die immer ja auch am Abgrund ist. Das letzte. Günler geçer. Günler geçer ve çalışır şafağın değirmeni. Kim bilebilir ki kime neyi eskittiğini? Ben ne kadar önemserdim kendimi, hay Allah. Sen ne kadar kumraldın aynalarda. Hay Allah. Temmuz tam bu işe göredir bana kalırsa. Gel, bağışlayalım birbirimizi. Wir haben begonnen mit Tansavas von den Tagen und wir hören jetzt auf mit Die Tage vergehen von Turgut Uya, das letzte Gedicht, das wir lesen. Falls wir keine Zugabe geben. Die Tage vergehen. Die Tage vergehen und die Mühlen der Morgendämmerung arbeitet. Wer weiß wen und was sie abnutzt. Wie sehr ich mich wichtig nahm, mein Gott. Wie sehr dunkelblond du warst in den Spiegeln, mein Gott. Der Juli ist genau richtig, wenn du mich fragst. Komm, wir verzeihen uns. Ja, vielleicht gehen wir noch mal zurück, dass es diese Bewegung der Gedichte auf der Straße gibt. Und Achim Wagner hat dankenswerterweise, ich kann das vielleicht gar mal kurz hochhalten, er hat in verschiedenen Städten diese Zeilen, die an Wände und Mauern gemalt werden, fotografiert und dieses wunderbare Büchlein zusammengestellt. Ich zeige nur drei Bilder. Also das ist jetzt eine Zeile von Turgut Uya, eben aus der Haltestelle Himmelsschau. Er hat sie fotografiert in Ankara. Na, kann man das sehen? Nussel, siehst du das? Ja. Geht ja. Das? Und auch, er hat auch fotografiert in Berlin und da wurde schon eine Zeile übersetzt. Wir sind mittellos. Gut, wir haben übersetzt, wir sind arm, unsere Nächte sind kurz. Wir müssen uns im Galopp lieben. Das ist also Berlin. Und dann hat er auch manchmal Menschen... Ein bisschen länger halten. Länger halten? Ja. Gerne. Man kann lesen, sodass man lesen kann. Im Galopp lieben. Ja. Wir haben galoppierend müssen wir uns lieben übersetzt. Ja. Und manchmal hat er auch Menschen fotografiert, die gerade schreiben. Also ich mag dieses Bild sehr. Ja, sehr schön. Also es ist ein wunderbares Buch, das man wahrscheinlich nur in der Türkei bekommt. Hier Achim Wagner.
Aber ich finde es gut, dass er diese in einem Buch diese Bewegung dokumentiert hat. Magst du noch was sagen zum Gedicht auf der Straße? Ja, also ich wiederhole vielleicht, es ist eine wunderschöne Bewegung, finde ich. Man freut sich immer wieder, wenn man Verse liest hier und da. Und man findet sie auch im Netz, ne? Ja, freilich. Ja. Im Netz findet man, ja, sogar mehr im Netz jetzt als auf der Straße. Ja, ja. Ich hoffe, dass es weiter so geht, also und sich vermehrt. Ja, und in Deutschland? Bitte? Gibt es so etwas in Deutschland? Ich wüsste nicht, aber halt, es sind halt, ich meine, dann Menschen, die diese Gedichte kennen, also wenn in Berlin jetzt auf Deutsch zitiert wird, es sind es offensichtlich Menschen, die diese Gedichte kennen und sie ins Deutsche bringen. Und ja, und ich hoffe auch, dass unser Büchlein So Träume und Verschwinde ich, dass sie Menschen, die Gedichte mögen und aber auch ja, die sich für Literatur interessieren, dass sie die eben auf diese Bewegung, auf diese Lyriker aufmerksam macht. Ja, vielleicht werden jetzt von unseren Zuhörern diese Versen in Berlin oder in anderen Städten Deutschlands an die Wände geschrieben. Hoffen wir. Dann danken wir. Ja, also vielen Dank, Lyrikkabinett und Zuschauer, Zuhörer. Und ich danke dir, Angelika, dass du mich in dieses Projekt mit einbezogen hast. Ich danke dir mit deiner Geduld unglaublich, unglaublich. Ich freue mich, mit dir zu arbeiten, mit dir zusammen zu übersetzen. War nicht null. Es war oft schwierig. Aber du bist eine unheimlich starke Frau und das war toll, dass deine Stärke dann hat das Ganze getragen und mich auch vom Abstürzen gerettet. Das bist du, Dankeschön. Danke. Wir haben gut zusammengearbeitet, wirklich. Und ich bin dankbar, Lyrikkabinett, dass wir heute Abend eingeladen worden sind. Und nochmals Entschuldigung, dass wir etwas später als geplant angefangen haben. Ich möchte von dieser Stelle ganz herzlich danken. Ich hoffe, ich bin jetzt zu hören. Ja. Ja, es funktioniert. Also ganz herzlichen Dank, Angelika Overath und Ursel Gülenass, für diese wunderbare Lesung. Und ich möchte mich wirklich von dieser Stelle noch kurz auch entschuldigen dafür, dass wir am Anfang kleine technische Probleme hatten. Aber das ist einfach der Fluch dieser Zeit. Und auch das muss man mit Geduld ertragen. Sie haben nichts verpasst, also an all diejenigen, die jetzt zugeschaut haben. Sie haben lediglich meine kleine Begrüßung verpasst, aber das ist leicht zu verschmerzen, denn wir wurden für diese Anfangsprobleme einfach durch eine wirklich wunderbare Lesung entschädigt. Ich habe das als sehr bewegend empfunden, als sehr schön, gerade in dem zweisprachigen, gerade in dem Dialog, den Sie auch über die Gedichte geführt haben. Das war einfach wunderbar. Es ist nur auf den ersten Blick ein kleines Buch. Es hat den Vorteil, es passt in jede Westentasche. Ich nehme es gleich mit. aber es ist ein ganz großes Buch gleichzeitig. Ich glaube, das haben alle so empfunden, die diese Gedichte gehört haben. Vielen Dank, dass Sie uns dieses Buch auch geschenkt haben. Nicht nur diesen Abend, sondern dieses Buch. Das bleibt mit den sehr schönen Übersetzungen dieser Gedichte, von denen man sich vorstellen kann, dass der eine oder andere Vers sich sehr gut auf eine Hauswand macht. Vielen herzlichen Dank. Also, ich grüße Sie nochmal von dieser Stelle. Danke Ihnen sehr herzlich. Also, Dank nach Istanbul und Dank in die Schweiz, nach Wendt. Schön, dass es möglich war. Schön, dass wir die Veranstaltung in dieser Weise ausrichten konnten. Und wir werden uns von dieser Stelle wieder melden. Also, auf Wiederhören, auf Wiederschauen im Lyrikkabinett. Dank. Dankeschön. Auf Wiedersehen, alle, die mich kennen und nicht kennen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, dass Sie uns zugeschaut haben. Wiedersehen.